Pegida. Herrlich! Wenn ihr wüsstet, was sich mir jetzt für ein Bild bietet, sogar die Sonne kommt zum Pegida-Geburtstagsfest und ihr mich alle anstrahlt, brauche ich wirklich eine Sonnenbrille. Pegida hat Geburtstag und ich sehe, den ganzen Tag strahlt der Lutz Bachmann und das Pegida-Team schon voller Vaterfreuden über dieses sich prächtig entwickelte Geburtstagskind. Ich selbst bin ja nicht direkt verwandt. Ich würde sagen, ich bin der entfernte Onkel aus Wien, der auch immer wieder zu Besuch kommen darf. Aber auch ich bin mit großem Stolz und extremer Freude erfüllt, euch heute hier zu sehen. Ihr seid vor 5 Jahren auf die Straße gekommen und so ist Pegida auf die Welt gekommen. Und dieses Kind, das war kein Wunschkind für die Berliner Eliten, für Merkel, Maas und Co. Aber ganz ohne Merkels mütterliche Liebe hat dieser freche Bengel sich prächtig entwickelt. Und er steht heute stärker da denn je. Ich bin gestern Nacht mit dem Flixbus von Wien nach Dresden gefahren. Und ich habe überlegt, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Ich war das letzte Mal hier vor einem Jahr beim Weihnachtsliedersingen im Dezember bei klirrender Kälte. Und in diesem Jahr ist einiges passiert. Positives, leider auch Negatives. Ich fange mit etwas Negativem an. Österreich. Was in Österreich gerade passiert, ist leider nicht besonders schön. Darüber gibt es wenig Gutes zu berichten. Vor einem Jahr habe ich hier noch geprahlt mit unserer tollen schwarz-blauen Regierung und wurde von einigen Leuten beneidet. Die haben mir gesagt, ach, in Österreich ist es so großartig, so toll muss es bei uns in Deutschland auch werden. Jetzt ist die Regierung zerschlagen und von außen gesprengt. Vor einem Jahr, da habe ich gerade berichten können hier, dass dank dem Einsatz von Hartz Strache und dem Einsatz von vielen von euch Österreich den Migrationspakt nicht unterschrieben hat. Jetzt ist Hartz Strache nicht mehr in der Partei und Sebastian Kurz, der Blender, kann es kaum mehr erwarten, diesen Pakt nachträglich zu unterzeichnen. Vor einem Jahr, da wurde die FPÖ noch beneidet für 26%. Und alle haben gemeint, die AfD und die FPÖ müssen gleichziehen. Jetzt sind sie gleichgezogen, aber nicht so, wie wir das erhofft haben. Die FPÖ liegt bei 15% und die AfD bei 14%. Das ist bitter, meine Freunde, und darüber will ich auch nicht hinwegtäuschen. Aber wir sehen auch, Wahlergebnisse kommen und gehen, aber der Widerstand auf der Straße, Pegida, bleibt bestehen, völlig unbeeindruckt von diesen Auf- und Abs in den Umfragen und von der sprechenden Regierung in Österreich. Es gibt aber auch Gutes zu berichten aus dem letzten Jahr. Im Februar 2019 wurde die identitäre Bewegung in Österreich im Verfahren wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung freigesprochen. Nach einem mühsamen, zehrenden, langen Verfahren wurden wir endlich freigesprochen. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass ich endlich meinen Computer, dass wir beschlagnahmte Konten etc. vom Staat zurückbekommen. Ein paar Monate nach dem Freispruch läutete es an der Tür, die Polizei stand vor der Tür. Ich habe mich schon gefreut, dass die mir meine Sachen zurückbringen. Pustekuchen, die haben mir wieder alle Sachen weggenommen. Ich fand mich wieder als Verdächtiger in einem Terrorverfahren. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Sie wird nicht vernünftiger bei jedem Mal. Ich habe eine Spende bekommen Anfang 2018. Mich bedankt bei dem Spender, der Typ hat ein Jahr später 18.200 Kilometer von meiner Wohnung entfernt einen Terroranschlag begangen.
Und deswegen bin ich jetzt in Österreich Verdächtiger und Beschuldigter der Begründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ein Unrecht sondergleichen, ein durchschaubares Manöver, den friedlichen patriotischen Widerstand anzugreifen. In der Folge davon kam es zu einer dritten Razzia, wo wieder alles beschlagnahmt wurde. Zwei patriotische Zentren mussten geschlossen werden. Sebastian Kurz fordert das Verbot der identitären Bewegung, das Verbot des Landes, das wir erfahren sehen. Meine Einreiseerlaubnis für USA und Kanada wurde aberkannt. Wir mussten falls Europa in Österreich zudrehen. Und ich habe den Prozess gegen den Getränkehersteller Thomas Henry, der nicht mein Sponsor ist, leider auch verloren. Ich wollte eigentlich was Positives erzählen, oder? Das Positive ist, trotz all dem hat meine Frau Ja gesagt und sich bereit erklärt, trotz all diesen Wahnsinn mich zu heiraten. Ich trage, obwohl sich das viele der Gegenseite gewünscht hätten, keine Handschellen, sondern einen Ehering. Böse Stimmen sagen, das sei dasselbe. Aber nein, auf keinen Fall. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich diese Frau gefunden habe, die verliebt und vielleicht auch wahnsinnig genug ist, in diesen wackeligen Achterbahnwaggon einzusteigen, der derzeit mein Leben ist. Denn je schlimmer die Lage und je härter der Druck von außen ist, desto wichtiger ist, dass man innen eine starke Gemeinschaft hat. Und auch ihr habt uns die Kraft gegeben, genau in diesem Jahr gegen diesen Wahnsinn durchzuhalten und weiterzumachen. Durchgehalten haben Patrioten in Wien, als sie im September auf die Straße gegangen sind und ihre Helden und Heiligen gedacht haben, beim Kahlenberg-Gedenken 1683. Wir haben die Antifa auf den Kahlenberg gelockt. Und als sie da den nassen Regen festsaß, sind wir durch die Wiener Innenstadt gezogen. Durchgehalten haben weiter auch die Aktivisten der identitären Bewegung in Deutschland. Und ich freue mich ganz besonders heute, Landerfahne zu sehen. Das Zeichen der Verfolgten und Verfemten in Deutschland heute. Mutig und stolz von eurer Solidarität und Unterstützung getragen über Pegida wehen. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und großem Stolz. Was wir erleben heute und was ich erlebt habe, ist das letzte Aufgebot unserer Gegner. Der sogenannte Terrorverdacht ist das Brecheisen, mit dem die friedlichen patriotischen Bewegungen zerschlagen werden sollen und ihr alle zurückgezwungen und zurückgeschreckt werden sollt in ein digitales Biedermeier. Wie man sieht, hat das nicht geklappt. Ihr seid weiterhin mutig genug, auf die Straße zu kommen und euch mit so einem Verruchten wie mir abzugeben. Aber Frau Göring hat es klar gesagt. Vielen Dank. Wichtig das für uns ist, für uns, die wir da auch im Zentrum stehen, eure Unterstützung und Solidarität. Insbesondere wenn Leute wie Frau Göring, ich weigere mich, sie Göring-Eckardt zu nennen, wenn sie sagt, die identitäre Bewegung wäre die Täter von Halle, warum? Weil das patriotische Zentrum Flamberg in der Nähe des Tatorts gelegen sei. Frau Göring, ist mir klar, meine Freunde aus Halle, Identitäre und Patrioten, waren selbst in Lebensgefahr, weil sie in der Nähe von diesen wahnsinnigen Amokschützen waren. Das ist eine Schande und eine Frechheit, dass diese Frau diese Tat missbraucht, um friedliche Patrioten anzugreifen. Nach der Göring-Logik wäre Frau Göring, wenn sie vor einer Rotlichtbar parkt, auch eine Hure und hätte Nähe zum horizontalen Gewerbe. Leute sind Heuchler, meine Freunde. Nach jedem islamischen Terroranschlag sagen sie, Islam ist Friede. Schaut auf die überwiegende Mehrheit der friedlichen Muslime. Jetzt müssen wir friedlichen Muslimen eine Stimme geben, sie finanziell unterstützen, sie in Talkshows einladen. Wer hat nach Halle gesagt,
Die überwiegende Mehrheit der Patrioten ist friedlich. Jetzt müssen wir Bewegungen wie Pegida, AfD und IB eine Stimme geben und sie unterstützen. Keiner. Und das sagt uns, dass sie Heuchler sind und dass wir sie völlig zu Recht seit Jahr und Tag als Lügenpresse bezeichnen. Mit dem Schreckgespenst und der Lüge vom rechten, omnipräsenten Terror wollen sie die Demokratie endgültig abschaffen. Denn die Demokratie in diesem Land befindet sich in einer desaströsen Verfassung. Und das nicht wegen, sondern trotz des deutschen Verfassungsschutzes, der auch dazu beiträgt. Ich möchte mit euch gemeinsam einen kleinen Demokratie-Check für die Bundesrepublik Deutschland durchführen und eine Umfrage abhalten vor Pegida, inwiefern die Grundfreiheiten, die eine Demokratie ausmachen, in Deutschland gegeben sind. Meine Freunde, haben wir in Deutschland eine Meinungsfreiheit? Nein, wir haben sie nicht, denn die Meinung kostet. Und die rechte, patriotische, migrationskritische Meinung hat einen astronomisch hohen Preis. Sie kostet dich deinen Job, dein soziales Umfeld, sie kann dich sogar deine Gesundheit kosten. Das, meine Freunde, ist keine Meinungsfreiheit. Gar nicht zu sprechen von Facebook-Löschungen, Sperrungen und dem Eingriff in den digitalen Diskurs. Wir haben in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Haben wir in Deutschland eine Versammlungsfreiheit? Nein! Wir haben sie auch nicht. Denn die vom Staat tolerierten Linksterroristen blockieren und stören, verhindern zum Teil jede friedliche, patriotische Versammlung. Und wenn wir unser Recht auf Versammlungsfreiheit selber durchsetzen würden, würden wir ins Gefängnis kommen und nicht diese Demokratiefeinde. Nein, es gibt auch keine ungetrübte Versammlungsfreiheit. Haben wir in Deutschland eine Erwerbsfreiheit? Wir haben sie auf dem Papier. Aber lasst euch gesagt sein, ich habe gerade mit dem Siegel gesprochen. Der Siegel kriegt keinen Job mehr. Wenn ich ein Unternehmen aufmache, kriege ich keine Kunden mehr und keine Verträge. Wenn man in Deutschland Gesicht zeigt und widerständig wird, dann gewährt einem das System und der Staat keine Erwerbsfreiheit und kein normales Einkommen mehr. Auch das haben wir in Deutschland nicht und es ist ein großes Druckmittel, um die Bürger im Steuerhamsterrad zu halten und den Widerstand klein zu halten. Auch die Erwerbsfreiheit gibt es nicht. Gibt es in Deutschland eine Vereinigungsfreiheit? Die identitäre Bewegung soll gerade verboten werden. Warum? Keine Ahnung, die Gründe glauben sich die Leute nachher zusammen. Auch die Vereinigungsfreiheit besteht in dieser Form nicht mehr. Das Letzte, was noch besteht, ist die Wahlfreiheit. Aber auch die will ein Herr Tauber uns samt und sonders unserer Grundrechte entziehen. Diese Leute haben uns verraten, und das sage ich nicht leichtfertig. Es besteht in Deutschland keine funktionale Demokratie mehr und die Mächtigen und Eliten haben ihrerseits den Vertrag gebrochen. Wir zahlen Steuern und akzeptieren ihr Gewaltmonopol und sie gewähren dafür unsere Grundfreiheit und die öffentliche Sicherheit. Sie haben den Vertrag gebrochen und sie sind tatsächlich Verräter. Jetzt hoffen ist, dass wir durchdrehen und unsererseits extremistisch werden. Sie hoffen, dass wir in ihre Falle tappen. Das tun wir nicht. Selbst da, wo sie mit den Füßen treten und auf ihn spucken, fordern wir nach wie vor den demokratischen Rechtsstaat ein. Wir fordern nicht mehr ein als diese Grundfreiheiten. Wir werden ihnen nicht den Gefallen tun, uns zu radikalisieren. Sie müssen schon jeden einzelnen von uns einsperren, wenn sie uns loswerden wollen. Wir werden nicht verschwinden, sondern weiterhin Widerstand leisten. Dresden zeigt seit 5 Jahren allen Leuten ganz genau, wie das geht. Und der Grund für diese Nervosität, meine Freunde, warum sie jetzt
Die Repression in derartig absurde Höhen steigern, ist nichts anderes als ihre Nervosität. Ihr habt sie gesehen, die Bilder aus Bosnien. Ihr habt sie gehört, die Drohungen von Erdogan. Ihr seht, was sich an den Außengrenzen Europas wieder zusammenbraut. Und wir wissen, dass eine Wirtschaftskrise kommt. Diese Leute wissen ganz genau, dass ihr Multikulti-Experiment scheitert. Sie wissen, dass ihre Multikulti-Baustelle in Gebälk morsch ist und dass es sich auf Dauer nicht ausgeht, wie wir in Österreich sagen. Es langt nicht, es haut nicht hin, weder wirtschaftlich noch politisch. Und sie wissen, dass in den kommenden Jahren das Protestpotenzial weiter steigen wird. Und genau deswegen wollen sie aus schierer Nervosität vorher alle friedlichen Akteure der Widerstandsbewegung wegräumen und zerschlagen, damit die Zurechtzornigen dann keine Sammel- und Anlaufsfläche finden. Genau deshalb ist es wichtig und richtig, dass ihr weitermacht. Deshalb muss das Leuchtfeuer des Widerstands, das Pegida nun einmal darstellt, die Avantgarde des Widerstands, die identitäre Bewegung nun einmal darstellt, weitermachen. Und ich glaube mittlerweile, dass das, was wir hier tun, sogar wichtiger ist als das, was teilweise in Wahlergebnissen und Umfragewerten in der Zeitung verkündet wird. Denn Umfragewerte, Wahlergebnisse, wir haben sie gesehen in Österreich, das kann von einem Tag auf den anderen verschwunden sein. Mir kommt es oft so vor, wie bei einem Mensch ärgere dich nicht oder Malefiz. Kurz bevor wir im Ziel sind, werden auf einmal die Regeln geändert und Videos geleakt, Verfahren eröffnet. Es ist leider tatsächlich so, dass der Gegner dort, wo er an der Macht ist, seine Macht gnadenlos missbraucht, um seine Macht zu erhalten. Wenn die Zersetzung nicht reicht, dann kommen Videofallen und Geheimdienstmethoden. Und wenn die nicht ausreichen, dann kann sich jeder selber denken, was die nächsten Schritte wären. Leider hat unser Gegner auch eine totale Macht. Sie haben die wirtschaftliche Macht, sie haben die politische Macht, sie haben die mediale Macht. Sie haben die Definitionsmacht. Sie können bestimmen, was demokratisch bedeutet, was extremistisch bedeutet. Und damit können Sie jeden Tag den Rahmen des Sagbaren und den Rahmen des Legalen nach Belieben transformieren und ändern. Sie haben die Macht über die Straße durch die geduldete linksterroristische Antifa. Sie haben die Macht über die Köpfe durch die Unis und die Medien. Die Macht über die Kirchen, über die Gewerkschaften. Sogar über Kunst und Kultur durch Leute wie Böhmermann und Co. Wir dürfen uns nichts vormachen, meine Freunde. Wir befinden uns wieder einer totalitären Struktur gegenüber, der eine riesige Machtfülle aufgebaut hat und uns keinen Freiheitsraum gelassen hat und bereit ist, ihre Macht gnadenlos zu missbrauchen. Der einzige Grund, warum sie es bisher noch nicht getan haben, war der, weil es nicht notwendig war. Der einzige Grund, warum einer vielleicht diese Repression nicht so klar spürt, ist, weil er für das System nicht störend und unangenehm genug ist. Aber ich glaube, sie sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Was haben wir dagegen? Wir haben nur uns. Wir haben nur unseren Widerstand. Wir haben diesen Moment und Augenblick zusammen. Uns gehört dieser Platz und uns hört im Moment Dresden. Und das ist mehr wert als jede Zahl, seines Klicks oder Wahlstimme. Es ist eine reale Kraft und Macht auf der Straße, die nur von uns abhängt und die uns keiner wegnehmen kann. Und diesen Freiheitsraum, meine Freunde, habt ihr euch mit euren Nägeln aus dem totalitären Granit dieses Systems gegraben und herausgekratzt. Und diesen Freiheitsraum werden wir allen Repressionen zum Trotz niemals aufgeben. Unseren Gegnern, die auch zuhören und das ganz genau sehen, mit wachsender Nervosität, denen versprechen wir einen bedingungslosen, bedingungslos friedlichen, aber niemals kaufbaren Widerstand, denn unsere Heimat ist nicht verhandelbar und unser Widerstand wird nie aufhören. Multikulti-Systems. Ich werde friedlich weitermachen, den großen Austausch, den Bevölkerungsaustausch,
die Ersatzmigration und ihre Organisatoren und Profiteure ansprechen. Und die einzige Möglichkeit, mich davon abzuhalten, ist, mich ins Gefängnis zu stecken. All diese Repressionstaktiken. Alle diese Repressionstaktiken und sogar, wenn das Mikrofon ausfällt, breiter wir ab und es bevorzugt wird gleichgültig. Dein Widerstand geht weiter. Mich bei euch bedanken und euch ein kleines Geschenk symbolisch überreichen. Ich kann es euch nicht geben, ihr habt es schon, aber ich kann es euch am Schluss meiner Rede bewusst machen. Pegida ist ein Mythos und über Pegida reden viele. Das sind die in Dresden, das sind die unzufriedenen Wutbürger. Und viele Leute reden mit einer Mischung aus Grusel und Bewunderung, aus Angst, aber auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Neid über diese Gemeinschaft, die ihr hier habt in Pegida. Viele Leute können die sagen, aber nur ganz wenige Leute der deutschen Gegenwart haben das Recht, wir zu sagen, wenn es um Pegida geht. Und dieses Recht hat jeder einzelne von euch. Sagt es mal für euch, einfach nur still in euch hinein. Pegida, das bin ich. Pegida, das sind wir. Und das ist ein Recht, das nicht jeder beanspruchen kann. Das Recht, das könnt nur ihr jemandem gewähren, indem ihr es akzeptiert, wenn auch er wir sagt. Und das wäre mein Geschenk an diesen Pegida-Geburtstag, wenn ihr mich als entfernten Onkel aus Österreich, der hin und wieder auch vorbeikommen darf, auch in euer Wir aufnehmen würdet. Ich möchte euch am Schluss die Worte... Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um Lutz Bachmann, es geht um Pegida. Pegida ist keine Person, Pegida ist eine Idee, genau wie die identitäre Bewegung. Es ist die Idee des sichtbaren Widerstands und es ist eine Idee und Kraft der Hoffnung gegen den Rückzug ins Private, das Resignieren, das Aufgeben, die Schwarzmalerei, die auch aus einem Bekanntenkreis kommt. Aber ihr gehört nicht zu den Schwarzmalern und Pessimisten, die dauernd Ausreden suchen, sondern zu den Mitmachern, die ihren Weg nach Pegida, nach Dresden gefunden haben. Und euch möchte ich sagen, mit Wolf Biermann, mit seinem großartigen Widerstandslied aus DDR-Zeiten, wir geben nicht die Hoffnung auf. Wir werden die Hoffnung nicht verlieren, wir werden gemeinsam die Angst verlieren. Und all diese Taktiken des Terrorverdachts und der Repression haben nur einen Bezweck. Nämlich, dass wir die Waffen strecken, doch vor dem großen Streit. Das machen wir nicht, das haben wir 5 Jahre noch nicht gemacht und das werden wir die nächsten 5 Jahre nicht machen. Wir gehen auf die Straße für Heimat, Freiheit und Tradition. Wir kommen so lange hierher, bis diese Parole zur deutschen Wirklichkeit wird.